Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu meinem ersten Weihnachtsvideo. Ich möchte nämlich mit euch heute eine kleine süße Verpackung machen. Ich zeige euch zwei verschiedene Größen und ein paar Ideen, was ihr damit anstellen könnt. Und zwar machen wir entweder eine große Verpackung, so wie diese hier. Das ist so eine kleine Häuschenverpackung. Die könntet ihr super zum Beispiel als Adventskranz to go machen, denn hier habt ihr Platz für 4 Teelichter, für kleine. Also 4 kleine Teelichter. Man kann es super hier oben aufmachen, kann es dann unterbringen und kann es auch wieder verschließen. Also ist ein ganz tolles Geschenk, wo man nichts kaputt machen kann. Könnt ihr einfach mitbringen, wenn ihr zum Beispiel wo auf einen Kaffee eingeladen seid oder eurer Arbeitskollegin oder dem Arbeitskollegen auf den Tisch legen. Ist doch einfach eine süße Kleinigkeit, wo man sich drüber freut. Ihr könnt es auch einfach nur als kleine Box gestalten, so wie zum Beispiel hier. Da passt jetzt ein kleines Teelicht rein und in das passen eben 4. Also so als kleines, süßes Goodie auf den Tisch ist das natürlich auch eine total süße Sache. Oder wenn ihr Lust habt und da einen Adventskalender draus machen wollt, könntet ihr das auch machen. Eignet sich wirklich perfekt zum Befüllen. Ups, da hinten ist noch eine andere Deko drauf. Also so eher die Weihnachtsdeko. Wenn ihr natürlich eine zweistellige Zahl habt, passt die auch locker hier noch drauf, wenn ihr einfach nochmal so ein Etikett macht und die Zahl Ausstand so da drauf schreibt. Da könnt ihr also auch richtig viele davon machen. Und wenn ihr das Ganze aber eher nicht weihnachtlich haben wollt, habe ich noch ein paar Ideen für euch. Zum Beispiel jetzt hier so die herbstliche Variante, so mit bisschen Herbstpapier, ist auch ganz süß. Und jetzt kann ich euch auch kurz zeigen, dass da ein Teelichtplatz hat. Also so ein kleines passt da super rein. Und das ist auch eben auch cool an der Box, dass man die einfach so süß wieder verschließen kann. Eben in Weiß und Savanne habe ich es jetzt mal hier gemacht als Beispiel. Das hatte ich als Swap. Und das hier wäre noch eine Idee vielleicht für einen kleinen Gutschein. Hat jetzt auch nichts unbedingt mit Weihnachten zu tun oder so. Könnte jetzt zum Beispiel ein Gutschein für ein Kind sein, für einen Zoobesuch oder so. Wenn ihr eine kleine Karte innen reinmachen wollt, ist das auch eine ganz süße Verpackung für ein kleines Geschenk. Oder ihr macht vorne eine Eistüte drauf und macht das Ganze als Eisgutschein. Also ihr seid mit der Verpackung wirklich total flexibel und voll bereit für alles, sozusagen. Genau, und ich zeige euch eben heute zwei Größen. Wir machen die zwei Boxen. Dann habt ihr den Vergleich und könnt schauen, was ihr braucht, was ihr verpacken wollt. Und ja, ob ihr lieber vielleicht einen kleinen Adventskranz macht. Adventskranz oder einen Adventskalender, dass sie nicht durcheinander kommen. Genau. Noch ganz kurz als kleine Adventskalender-Idee könnte ich euch jetzt noch ein Foto einblenden von einer Halloween-Verpackung. Da sind Mauams verpackt. Ich zeige euch mal das als Foto, weil ich es jetzt gerade schon gar nicht mehr da habe. Falls ihr das machen wollt und so ein Mauam verpacken wollt, das ist wirklich so easy, dass ich gedacht habe, ich halte es euch während einem anderen Video rein. Das hier wären die Maße für so eine kleine Mauam-Verpackung 10 x 4,8 cm, falls es bei 1 cm, bei 2,6 cm, bei 5,5 cm und bei 7 dekoriert das Ganze vielleicht mit einem kleinen Gespenst. Beziehungsweise natürlich, wenn ihr es als Adventskalender machen wollt, schön weihnachtlich. Und dann habt ihr nochmal eine Idee für einen ganz schnellen, einfachen Adventskalender. Wenn man so 24 kleine Verpackungen machen muss, dann ist das ja immer ein bisschen zeitaufwendig. Und sowas Kleines ist da immer super. Entweder so eine kleine Häuschenbox. Oder eben noch einfacher mit diesen Mauernverpackungen. Das passt auch ganz super. Okay, aber wir legen jetzt mal los mit den Häuschen. Die große Box habe ich gesehen. Wenn ich es finde, wo, ich weiß leider den Namen nicht mehr, dann verlinke ich euch das einfach unter dem Video, in der Videobeschreibung. Da habe ich die Idee gefunden. Die Idee an sich kenne ich schon länger. Die habe ich auch mal als Adventskalender bekommen und fand es da schon so toll. Als Idee, weil man die Box halt wieder so schön verschließen kann. Und weil die eben so eine coole Öffnung hat. Das ist eigentlich total einfach, aber so cool mit dieser Öffnung, das hat mich da schon so begeistert. Und ich habe das Ganze jetzt umgewandelt auf eine kleine Box. Ich habe das umgerechnet in andere Maße und zeige euch aber beide Anleitungen, dann wisst ihr, wie das geht in klein und groß. So, und jetzt zeige ich euch, was ihr alles dafür braucht. Also, ich mache jetzt einfach mal erst die kleine Verpackung und da braucht ihr ein Stück in eurem Farbkarton, den ihr haben möchtet. Ich habe jetzt hier Grundweiß und der hat das Maß 13 x 8 cm. Und den falzen wir uns jetzt. Da schnappe ich mir mal meinen Papierfalter und an der langen Seite, also an der 13 cm Seite, falze ich mir den jetzt einmal bei einem Zentimeter. Das mache ich jetzt hier drüben bei der 1. Achtung, Falzklinge nehmen. Ich drehe mir das Ganze jetzt auf die linke Seite.
Und falz mir den nächsten bei 5 cm, dann bei 7 cm und bei 11 cm. Und dann nehme ich noch die kurze Seite. Ich hoffe, ihr seht die Falzlinien gut. Und jetzt falze ich noch die kurze Seite und zwar bei 2 cm. Das mache ich auch wieder hier rechts. Und drehe mir das Ganze nochmal, dass jetzt meine Falz wieder links liegt und falze es mir noch bei 6 cm. Genau. Dann sieht das Ganze so aus. Und das schneide ich mir jetzt ein bisschen zu. Wobei, wir können vorher noch eine andere Markierung setzen für das Häuschen. Dann nehme ich mir einfach ein Geodreieck und ein Falzbein. Und zwar werde ich es jetzt so machen. Also wir haben jetzt hier Boden und Deckel oben. Also es sind beides 2 cm. Ich messe nochmal schnell nach. Aber das müssten beides 2 cm sein. Genau. Meine Klebelasche liegt jetzt links. Und ich mache mir jetzt hier in diese beiden Mittelteile eine Markierung. Ich habe euch hier mal so ein Muster gemacht, das sieht man dann viel besser. Und zwar zwischen diesen zwei Linien, also bei diesem größeren Element, 2 cm in der Mitte. Dann habt ihr nochmal so einen Randteil und dann genauso hier auch nochmal bei 2 cm in der Mitte. Und ich mache das jetzt nicht mit Bleistift oder so, dass ich mir die Mitte markiere, sondern ich mache mir einfach mit dem Falzbein einen kleinen Punkt und ziehe mir dann diese Ecken von den Seiten hier hin. Also ich glaube, ihr könnt es hier ein bisschen besser erkennen. Hier machen wir uns jetzt unser Häuschen zwischen diese zwei Elemente. Und ich habe jetzt die Klebelasche hier auf der rechten Seite. Also drehe ich es mir jetzt mal um, dann ist es gleich, aber es ist im Prinzip egal. Eigentlich, glaube ich, habe ich es immer auf der linken Seite gehabt, oder wie hatte ich es denn? Machen wir es auf der rechten Seite, dann ist es nicht verwirrend. Also ich mache mir diese kleine Lasche jetzt rechts hin und mache mir jetzt in diese Mitte so kleine Markierungen. Und zwar ganz, ganz weit oben. Und das ist wirklich nur so ein ganz kleiner Punkt. Und gehe mir dann mit meinem Falzbein einfach von der Ecke hier nach oben. Ich habe jetzt hier lauter Talfalzen. Also falls ihr euch jetzt wieder am Drehen wundert, weil die Klebelasche rechts ist. Das ist alles gleich gefalzt. Und dann mache ich mir hier noch so einen kleinen Punkt und falze mir das auch nochmal von der Ecke raus. Mache mir hier so mein Häuschendach. Genau. Und dann schneide ich mir das Ganze ein bisschen zu. Wie gesagt, rechts ist dieses schmale Stück, das ist meine Klebelasche. Da mache ich das erstes gleich so, dass ich mir hier unten diesen unteren Teil komplett wegmache und das mir gleich so ein bisschen anschräge. Und auch hier oben schräge ich mir das so ganz leicht an. Habe ich hier meine schmale Lasche. Dann mache ich mir unten so den Boden. Den schneide ich mir so ein bisschen rechts von der Falz und mache mir dann hier an diesem mittleren Teil so eine kleine Einschrägung, rechts und links. Und so mache ich es hier auch. Also ich schneide mir nur die Falzlinie gerade hoch weg und schräge mir dann dieses kleinere Teil einfach auch wieder ein bisschen ab. So, und das war es im Prinzip auch schon. Also das ist jetzt unsere ganze Häuschenform. Jetzt falze ich mir einfach mal die Falzlinien alle nach. Und bei diesen Dreiecken hier oben, das knicke ich mir einfach nur vorsichtig so ein bisschen nach vorne. Beziehungsweise das obere nach hinten. Und dann lege ich mir das nochmal auf meinen Basteltisch und falze mir das nochmal schön nach, dass es hier eine schöne Spitze gibt. Aber für, wenn man das so vorgefalzt hat ein bisschen, dann geht das noch ein bisschen besser. Seht ihr die Spitze so? Und jetzt ist unsere Verpackung gleich fertig. Ich mache mir jetzt hier gleich mal mit
wenn ich es denn finde, mit Abreißklebeband einen kleinen Klebestreifen hin. Das könnte man auch vorher machen, da muss man das nur einmal schneiden, bevor man die Klebelasche abschneidet, aber das ist ja egal. Und jetzt würde ich als erstes noch stempeln, bevor ich es zusammenklebe. Das ist vielleicht an der Stelle noch ganz gut. Ich schnapp mir nur schnell ein Schmierpapier und suche mir mal schnell die Sachen, die ich verbasteln will. Also die Farben. Ich habe jetzt hier Aquamarin und Marineblau benutzt. Was ist denn Aquamarin? Genau, das sind die beiden Bestellnummern. Mein Marineblau ist sehr leer, da muss ich jetzt gut aufpassen. Und als Stempelset benutze ich jetzt die funkelnden Feiertage. Die haben diese Bestellnummer. Und dann nehme ich mir einmal diese kleinen Flocken, die Punkte und den Spruch, den Winterwunderspruch habe ich auch da draus. Und ich habe das mir hier vorne so ausgestanzt. Da gibt es nämlich die passenden Stanzformen dazu. Die heißen frostige Flocken und haben diese Bestellnummer. Da ist nämlich so ein wunderschönes, also da sind auch Flocken drin, wenn ihr Flocken dazu als Deko benutzen wollt. Und was ich total toll finde und ich bis jetzt am allermeisten benutzt habe, sind tatsächlich diese beiden umstickten Rahmen. Die sind nämlich super, die passen da schön zu dem Spruch. Und dann werde ich mir das nachher auch so ausstanzen. Genau, aber jetzt stempeln wir erstmal. Genau, ich brauche nur ein kleines Stück Grundweiß für den Spruch. Einfach irgendein Reststück. Die Punkte sind tatsächlich ein bisschen groß. Die habe ich mir irgendwie zarter vorgestellt. Da war ich erst so ein bisschen überrascht. Aber es macht sich ganz süß aus der Verpackung. Aber es ist nicht so richtig schneeflockig, finde ich. Es ist ein bisschen zu punktig, zu groß. Also jetzt hoffe ich, dass mein... Ja, ich muss da ein bisschen gut aufpassen, weil ich echt... Hätte ich mir vielleicht vorher mal auffüllen müssen. Aber der ist jetzt richtig schön geworden, weil es ist so eine ganz coole Schrift, finde ich. Den stanze ich mir dann nachher einfach so aus. Der passt da perfekt rein. Und dann nehme ich erstmal Aquamarin und mache mir diese größeren Punkte. Und das ist hier ganz witzig, fand ich, wenn man so ein bisschen diagonal über die Verpackung geht. Das fand ich mal total witzig mit so einem. Das macht sich dann ganz süß auf der Verpackung, finde ich. Und dann eben noch den kleinen Stern auf die Vorderseite. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das schon mal sehen. Also das hier wird die Vorderseite, die Klebelasche ist dann hinten dran, also diese Kante ist dann nach hinten. Das heißt, das ist unsere Vorderseite, wo dieses breitere daneben ist, nicht die Klebelasche-Seite. Und da habe ich einfach hier oben ein Sternchen gemacht und hier unten. Da kommt zwar dann ein bisschen der Spruch drüber, aber das mache ich auf der Rückseite eigentlich genauso. Da sieht man es dann noch schön. Genau. Und so bin ich dann im Prinzip schon fertig. Also ich mache jetzt einfach nur den Klebestreifen einmal ab. Also diese Schutzfolie. Und jetzt mache ich es eigentlich nur so, dass ich mir das so flach hinlege. Ich so möchte jetzt mal ein bisschen ran. Und mir nur diese Ecke dann noch rüberbiege. Also seht ihr, ich lege mir das einfach so hin, wie es so gerade schön gerade wird. Wie soll man das sagen, wie es schön platt wird. Und dann klebe ich mir das einfach einmal so an. Falls mir das einmal nach, drehe es mir richtig rum. Das heißt, ich möchte mir diese kleine Kante nach hinten machen und klappe mir dann einfach meine zwei Seitenteile ein. Und dann nehme ich mir jetzt am liebsten immer den Flüssigkleber. Dann klappe ich mir das Hinterteil als erstes nach vorne und dann dieses Vorderteil als letztes. Das Vorderteil ist immer das,
wo eben hier keine Kante ist. Die Kante ist immer hinten. Und dann könnt ihr euch das einfach so vor euch hinstellen. Einmal so ein bisschen mit einem Papierfalter oder mit irgendwas längerem reingehen. Könnt auch mit der Schere machen. Müsst ihr vielleicht, naja, könnte ein bisschen eng sein. Also mit Papierfalter finde ich es immer ganz gut. Und dann könnt ihr einfach hier oben so das nach innen drücken. Und dann stellen sich die Häuschen im Prinzip, oder dieses Dach stellt sich dann schon alleine auf. Einmal nochmal nachfalzen. Und schon ist die kleine süße Häuschenverpackung fertig. Also wirklich easy. Könnt ihr viel machen. Hier habe ich nicht ganz ordentlich gefalzt. Das ist mir schon aufgefallen. Aber das ist so einfach gemacht und so schnell und schön. Also da kann man wirklich ganz viele machen und dann so einen kleinen, also ich stelle mir so ein kleines Adventskalender-Dörfchen vor. Das finde ich total süß. Das finde ich witzig. Auf so einem kleinen Tablett angerichtet mit den ganzen Zahlen und so. Das wäre witzig. Okay, und soweit an die Deko. Ich stanze mir jetzt das Winterwunder einmal schnell aus. Ich hole mir nur mal schnell meine Stanzmaschine ins Bild. Ich habe hier eigentlich überhaupt gar keinen Platz mehr. Kreativ chaotisch. Und stanze mir das einmal aus. Und ich mache den Text eigentlich schon ziemlich mittig. Ihr könnt es natürlich auch versetzt machen. Da kann ich euch noch einen kleinen Tipp sagen. Einmal durchkurbeln. Dann hat man schon dieses wunderschöne Etikett. Na, jetzt so. Wo habt ihr das jetzt überhaupt gesehen? Jetzt bin ich so nah da gewesen. Einfach einmal durchkurbeln. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel wie bei meinem Gutschein, da ist es ja auch so, das ist genau das gleiche Etikett, aber da wollte ich das nicht so lang haben. Wenn ihr das ein bisschen kürzer wollt, könntet ihr das euch nochmal auflegen. Und dann einfach nur mal bis hier nochmal stanzen. Muss nicht mal ganz durch sein, sondern eben nur bis hier einmal durchstanzen. Und dann könntet ihr euch das auch auf eure beliebige Länge kürzen, das Etikett. Also das ist auch total schön, wenn man das eben auch kleiner machen kann. Hoppala. Genau, und das schnappe ich mir jetzt einfach nur und bringe mir das so ein bisschen in Form. Das habe ich eigentlich mit allen Sprüchen gemacht. Das finde ich immer total schön, wenn das so ein bisschen noch so einen Schwung hat. Ich mache es jetzt so, dass ich dieses Winter so ein bisschen aufstelle und das Wunder so ein bisschen, also einfach so eine S-Form da reinbringe. So. Und aufkleben tue ich mir das jetzt einfach nur so, dass ich unter meinen Winter zwei Dimensionen jetzt übereinander klebe und da schneide ich mir die ein bisschen zu. Die sind mir sonst schon ein bisschen zu groß. Dass die schön hoch sind, klebe ich mir da eben einfach zwei übereinander und setze mir das dann hier unten unter diesen Schwung und mache mir dann einfach nur einen kleinen Klebepunkt noch hier auf das Gegenstück und dann kann man das hier super schön da platzieren. Könnt sogar fast drei nehmen, glaube ich. Mal gucken. Ja, so ist es super. Dann hat das gleich ein bisschen Form. Und bleibt so auch ein bisschen im Schwung. Genau, und was ich jetzt einfach noch gemacht habe, ich hatte hier noch so kleine Pailletten und so kleine Glitzis und so kleine Sternchen und so. Da sucht einfach mal, was ihr so für kleine Glitzersteine habt. Oder wenn ihr sagt, ihr möchtet lieber kleine silberne Glitzersteine oder so, dann macht ihr die einfach noch drauf, so wie es euch einfach gefällt. Und dann habt ihr diesen süßen kleinen Verpackung Nummer 1. Also ich finde die echt süß. Ich finde die super cool. Und dann machen wir auch gleich weiter mit der zweiten Verpackung. Also mit der größeren. Ja, ich hätte mir das sogar schon aufgestempelt gehabt. Das ist immer, wenn man sich die Videos ungefähr 5 Wochen vorher vorbereitet und dann vergisst, was man schon alles hergerichtet hat. Dann kommen immer diese Sachen noch raus. Genau, und jetzt machen wir einfach noch die größere Verpackung. Und dazu habe ich jetzt ein Papier mit dem Maß 21 x 14,5. Also das 21er Papier ist ja von dem A4-Papier schon so geschnitten. Müsst ihr einfach nur 14,5 hochschneiden und könnt dann auch zwei aus einer Verpackung machen. Also das ist auch ganz gut beim Berechnen, wie viel Papier man bräuchte. Und jetzt falze ich wieder bei der langen Seite. Und zwar starte ich jetzt bei 2 cm. Lege ich mir wieder hier rechts an. Die nächste Falz ist dann bei 10 cm, dann bei 12 cm
Und einmal ausklappen bei 20 cm noch. Und die kurze Seite, die falze ich mir einmal bei 4 cm. Könnt ihr auch immer hier nochmal kontrollieren, ob das wirklich passt. Also bei 4 und bei 12,5. Hier ist es jetzt ein bisschen anders, da ist jetzt dieses schmalere Teil unten. Also jetzt ist die Klebelasche quasi auf der linken Seite. Also ich drehe es mir um. Können wir auch machen. Naja, wir machen es anders. Also an der orientieren wir uns jetzt nicht mehr an der Klebelasche, die ist jetzt auf der anderen Seite, sondern wir machen jetzt einfach das schmalere Falzteil ist jetzt unten und das größere ist quasi der Deckel, der ist jetzt oben. Und hier machen wir uns wieder an den gleichen Stellen eben zwischen den beiden großen Elementen die Mitte und die ist jetzt bei 4 cm. Also mit dem Geodreieck ist es halt super, weil ihr da gleich das richtig anlegen könnt. Und dann mache ich es auch ganz genauso wie vorher, mache mir da einfach so einen Punkt hin und verbinde mir dann eben diese Linie wieder mit dem Punkt. Diese Falzlinienüberkreuzung. Und das mache ich eben bei dem zweiten ganz genauso. Und hier ist es ganz genauso. Also ich halte euch jetzt auch mal das Muster noch mal rein, dass ihr das besser sehen könnt. Also ich habe mir jetzt diese Dächer gemacht und schneide mir das jetzt auch genauso zu. Nur eben ist jetzt meine Klebelasche halt auf der linken Seite. Ich fange jetzt auch wieder mit der Klebelasche an. Das heißt, ich schneide mir hier diese untere Ecke komplett raus und schräge mir damit gleich auch dieses Klebelaschenelement ab. Und auch hier oben an der Decke von der Verpackung. Auch so ein bisschen abschrägen und auch hier wieder so einschneiden seitlich von der Falzlinie. Also ich schneide mir die Falzlinie sozusagen raus und schräge mir das dann immer so ein bisschen ab. Genau. Und jetzt mache ich es bei der Verpackung ja so, dass ich jetzt nicht stempel, sondern dass ich da so ein Glitzerpapier drauf mache. Da habe ich euch noch einen Tipp. Und deswegen kann ich jetzt gleich die Falzlinien ganz gut nachfalzen. Wenn ihr hinten drauf stempeln wollt, dann könnt ihr das ja natürlich auch wieder vorher machen, bevor es zusammenklebt. Und auch hier wieder die Dächer so ein bisschen nach vorne knicken. Und dann nochmal ordentlich nachfalzen. Das kann man sich hier immer noch ein bisschen so in Form ziehen, dass die beiden Falzlinien schön übereinander liegen. Und hier mache ich es auch wieder so, das lege ich mir einfach so flach hin, klappe mir dann die Seite so zu. Kann mir das Ganze auch am Boden wieder so festkleben wie vorher. Wieder erst die beiden Seitenteile, dann das Rückteil und dann noch das Vorderteil. Und jetzt kommt wieder der magische Moment. Hier oben wieder einklappen und dann macht es so bling und stellt sich auf. Das macht total Spaß. Finde ich voll schön an der Verpackung. Genau. Und jetzt geht's an die Deko. Ausgestanzt habe ich mir schon einen Kreis und zwar ist der aus den Stanzformen. Wie heißen sie? Oh, da muss ich schnell spicken. Die heißen schönste Etiketten, haben diese Bestellnummer. Wo bin ich? Hier, seht ihr die gut? Das ist so ein wunderschöner Kreis mit diesen kleinen Löchern drinnen. Und da ist noch eine Stanzform drin, die ich sehr cool finde. Und zwar ist das so ein kleiner Schnörkel, der hier.
Und den fand ich einfach total toll und habe mir gedacht, den möchte ich hier in den Hintergrund von dem Etikett mit einbauen. Ja, wenn ich so halte, seht ihr es gut, gell? Hier habe ich schon so ein paar Schnörkel reingemacht. Und zwar machen wir jetzt noch einen zusammen. Ich möchte hier oben auch noch einen haben. Ich habe mir die einfach hier so unterschiedlich draufgelegt, mal ein bisschen gedreht und so kommen diese süßen kleinen Schnörkelchen da rein. Und ich finde, die machen das Ganze noch mal schöner. Es glitzert ja eh schon so schön, aber das macht sich echt gut dann noch so ein bisschen schnörkelig. Mal nur gucken, wie wir es am besten machen. Ja, ich glaube schon so. Bei dem Glitzerpapier, da gehe ich jetzt einfach ein paar Mal drüber. Aber normalerweise löst sich das trotzdem super aus der Form raus. Ihr seht, ich muss es gar nicht nacharbeiten, das ist alles rausgegangen. Und das habe ich halt einfach viermal gemacht. Und so habt ihr dann dieses schöne Muster drin. Und dann nehme ich mir noch als Stempel einmal das Stempelset Lichterzauber. Es hat diese Bestellnummer, da ist dieser Advent drin, das finde ich halt voll schön. Gerade wenn man mit vier Teelichtern das verschenkt. Und als Farbe nehme ich Lodengrün, das hat diese Bestellnummer. Ich hoffe, ihr seht es immer ganz gut mit den Nummern. Aber bin nicht auf Stand mit der Beschriftung. Ich glaube aber, dass man es so auch ganz gut erkennt. Und das stempel ich mir jetzt einfach hier schön rein. Genau. Ihr könnt natürlich auch vorher stempeln und dann stanzen, je nachdem, was euch lieber ist. Aber fürs Video dachte ich, bereite ich schon ein bisschen vor. Und dann habe ich mir noch ein Stück Lodengrün als Farbkarton und Glitzer. Da braucht ihr jetzt wahrscheinlich auch noch die Bestellnummern. Ich habe am Anfang gar nicht gezeigt, mit was ich da eigentlich bastel. Also das Glitzerpapier hat diese Bestellnummer und da ist eben Gold drin, Lodengrün und, also hier ist das Gold, das ist wirklich mega schön glitzerig, das Lodengrün und dann noch so ein bisschen Vanille pur mit ganz viel Glitzer. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennt. Genau, das ist eben alles da mit drinnen in diesem Glitzerpapier. Und das finde ich halt echt schön. Das passt hier mit Gold total gut. Und auch wenn beides total glitzerig ist, also das ist natürlich auch dieses Element. Vielleicht sollte ich euch hier auch noch die Größe sagen. Heute ganz anders als sonst. Das ist 7,5 mal 7,5, oder? Nee, 7,5 mal 8 cm ist dieses Element. Auch aus diesem Glitzerpapier. Genau, und auch wenn das beides glitzerig ist, das passt wunderschön zusammen. Das ist nicht too much. Und jetzt schnappe ich mir noch diese Stanze. Da ist so ein Blümchen dabei und ein Zweig. Beides gleich auf einmal sozusagen. Und stanze mir da einmal die Blume aus. Mit Gold. Oder auch zweimal. Jetzt wird es ja endlich weihnachtlich sozusagen. Da kann man schon viel Glitzer verwenden, oder? Und dann den Zweig nehme ich noch aus Lodengrün. Genau. Stanzt mir jetzt doppelt aus, beides, aber das macht nichts. Die grüne hebt man einfach auf. Die können wir immer mal noch gebrauchen. Zum Beispiel hinter den. Lässt sich auch gut machen. Genau, und was ich jetzt hier noch als kleinen Hingucker mache, das ist ja so ganz platt. Und ich finde es immer ganz schön, wenn das so Blatt drin hat. Sagt man das so? Also hier mache ich mir bei meinem Papierfalter noch so kleine Linien rein und falz mir das oder knick mir das noch so ganz leicht nach oben. Muss auch gar nicht so fest sein oder nur an der Spitze. Einfach nur, dass das noch ein bisschen Bewegung drin hat, das Ganze. Und jetzt klebe ich mir das auch auf. Ich habe jetzt bei dem grün, lodengrün, glitzerigen Papier, das mache ich ganz flach drauf. Könnt ihr natürlich auch mit Abstandskleber machen. Aber ich fand es jetzt ganz schön, dass es eben flach drauf ist. Ihr müsst nur gucken, wie rum. Es ist eigentlich klar, aber das ist ja relativ gleich groß fast. Da ist eben die Mitte nicht ganz quadratisch wie jetzt bei der kleinen Verpackung, sondern das ist ein bisschen rechteckiger. Genau, und mein Etikett, das mache ich wieder mit Abstandspads.
Ich lasse den nicht ganz arg rausschauen, also nicht komplett. Das eine Blatt ist doch noch ein bisschen verdeckt. Und ein Blümchen davon kommt jetzt hier in die andere Richtung. Das könnten wir uns auch noch ein bisschen einkürzen, wenn das jetzt nicht ganz passt. Also das sieht man jetzt hier hinter dem Blatt ein bisschen. Das kürze ich mir jetzt noch ein bisschen ein, mache ein bisschen kleiner. Setze mir da auch einen Klebepunkt drauf und klebe mir das hinter das Blatt. Und wenn das so klein und filigran ist, dann rolle ich das immer ganz gern zusammen. So. Hoffentlich klebt es noch nicht. Genau, das setze ich mir jetzt so hinter dieses Blatt. Ich fand das mal ganz cool, dass es mal in die andere Richtung rausschaut. Und das andere, wie eigentlich immer, kommt das nach oben raus. Okay, und das setze ich jetzt insgesamt hier drauf und dann finde ich, ist es echt ein wunderschön dekoriert. Und glitzert und funkelt und passt perfekt zu Weihnachten. Einfach schön. Also wer möchte, kann natürlich hinten noch stempeln, aber ich finde es eigentlich, ich fand es genau richtig so. Und ich finde diese Schnörkelchen im Hintergrund einfach cool. Die, ja, die peppen das Ganze noch ein bisschen auf. Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt jetzt ganz viele süße Ideen bekommen. Hier mache ich noch ein bisschen Glitzer drauf. Aber dann könnt ihr euch mit dieser Verpackung richtig austoben zum Advent oder zum Herbst oder zum Sommer oder für was auch immer. Und habt da hoffentlich ganz viel Freude an dieser total süßen Verpackung. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr mal kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal und kreativiert was Neues. Tschüss, danke fürs Zuschauen.